Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mehr als 4 Kilo Mozzarella essen die Italiener im Schnitt pro Jahr. Bei uns ist das noch ein bisschen bescheidener. Und trotzdem sind die geschmeidigen Kugeln auch bei uns im Vormarsch und dabei, die Schweizer Küche zu erobern. Weltbekannt worden ist der Mozzarella durch die zunehmende Beliebtheit der Pizza. Der Frischkäse mit seinem feinen, angenehmen Aroma ist aber weitaus vielseitiger und er kann auch viel mehr, wie Ihnen meine Kollegin aus dem Kochstudio jetzt gerade beweist. Zum Apero passen besonders gut die kleinen Mozzarella-Kugeln. Man kann sie frei nach Wahl und Fantasie zusammenstellen und garnieren, zum Beispiel mit Tomaten, Oliven, Salami, Kiwi und so weiter. Ideal als Vorspeise ist eine reife Avocado. Das Fruchtfleisch und Mozzarella in Würfel schneiden, mit einer Cocktailsoße mischen und wieder in die ausgehöhlte Avocadoschale füllen. Auch zu Teigwaren zusammen mit einer Tomatensoße zum Gratinieren und natürlich als Salat mit Tomatenscheiben kann ich der Mozzarella wärmstens empfehlen. Probieren Sie es doch selber mal aus, wie schnell mit Mozzarella etwas Gutes auf dem Tisch steht. Die Rezepte stammen aus der Broschüre, die Sie unter deren Adresse bestellen können. Bei weitem nicht jeder Mozzarella, den Sie bei Coop kaufen, kommt aus Italien. Ein grosser Teil wird in der modernen Käserei von Emmi in Luzern hergestellt. Und zwar nicht wie ursprünglich aus Büffelmilch, sondern aus guter Schweizer Kuhmilch. Dieser Milch wird Lab und Kultur beigefügt. Dann grinnt sie und der Bruch wird wie bei jedem anderen Käse weiter bearbeitet. Bis der Mozzarella seinen richtigen Reifegrad erreicht hat, geht es aber nur wenige Stunden. Dann wird er aufgewärmt und so lange intensiv geknetet, bis man ihn zu einem dicken Strang ausziehen kann und in die typischen Blöcke, Kugeln oder Stangen bringen. Sind Sie bei diesen Bildern lustig geworden auf Schweizer Mozzarella? In der Coop-Molkereiabteilung haben sie eine grosse Auswahl. Da sind zum Beispiel Mozzarella Mario als klassische Kugeln, Coop-Mozzarella in Carré-Form, Mozzarelline Mario kleine Kugeln und wer es lieber doch italienisch hat, der bekannte Mozzarella Galbani. Und wer es gern italienisch hat, hat vermutlich auch der Espresso Mastro Lorenzo gern. Steaming and foaming and bubbling so fine, feel so smooth to these lips of mine. Tastes so good like you know it sure. Yeah, yeah. The lip sensation. I've traveled all over through the heat and the snow, but I never met nothing that excited me more. Yeah, yeah. Espresso Mastro Lorenzo. Jakobs Mastro Lorenzo. Um ein Schäumchen frischer. The lip sensation. Neu in unseren Läden kommen Sie jetzt Rustico Cereal Soft über, eine Coop-Exklusivität. Rustico Cereal Soft sind Getreideriegel mit Orangen, mit Äpfeln, mit Aprikosen oder mit Kokos, einzeln verpackt und mit feiner Schoki überzogen. Mit Rustico Cereal Soft kann man also gesunde Energie tanken, ohne dass man auf den Genuss verzichten muss. Und ausgesprochen genussbetont geht es auch im nächsten Beitrag zu, im Rezept aus dem Kochstudio. Wie immer haben wir für die Reihe Kochen für Gäste ein Rezept ausgesucht, das nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt. Die widmen Sie dann auch lieber Ihren Gästen. In ein grosses Schweinsfilet mit einem scharfen Messer eine Tasche schneiden, wie ich es hier schon vorbereitet habe. Dann mit der Füllung aus dem Brät von einer Schweinsbratwurst, Kerbel, Peterli, Knoblauch und Zwiebeln eine Rolle machen und ins Filet legen. Die Öffnung mit Zahnstocher und Bratenschnur verschließen. Dann das Filet mit Senf einpinseln und mit Pfeffer, Curry und Salz würzen. Mit ein bisschen Bratbutter im Bräter in den Ofen schieben und anbraten. Nach ca. 5 Minuten die Temperatur auf 180 Grad reduzieren und dann noch Scheiben aus der Dose zum Fleisch legen. Nach ungefähr 20 Minuten kann man das Filet rausnehmen. Den Bratfond mit je einem Deziliter Ananassaft und Weisswein auflösen. Dann in ein Pfändchen absieben, mit angerührtem Maizena aufkochen, die Soße dann mit Pfeffer und Salz abschmücken. Alles, was man jetzt noch machen muss, ist das Filet tranchieren. Und mit den gebratenen Ananasscheiben garniert und zusammen mit der Soße und Trockenreis servieren. Ich hoffe, dass Sie das Rezept lustig gemacht hat. Wenn ja, finden Sie es ausführlich beschrieben in der Coop-Zeitung dieser Woche. Ich wünsche viel Vergnügen. Nach dem Rezept kommen bei uns bekanntlich immer ein paar Aktionen. Da sind sie. 6 Liter Mondial Orangensaft kostet nur 4,50 Euro. Und 4 Dosen Cha-Cha-Cha Katzennahrung sind 1,50 Euro günstiger. Ganinos-Aprikosen aus Spanien kommen Sie über per 5 Kilo für nur 9,50 €. 100 Gramm gehacktes Rindfleisch gibt es für 1,05 Franken. Außerdem offerieren wir Ihnen Farbfilm Coop Color 100 im Duo für nur 8,50 €.
Cotta Color Gold 100 im Trio für nur 16,50. Im Coop-Restaurant kann man immer noch ein Menü haben für unter 10 Franken. Älpler Makronen mit Äpfelmus kommen Sie dort über für nur 9 Franken. Wäre doch gerade mal etwas anderes. Diese bodenständige Kost hat man ja nicht jeden Tag. Für heute bin ich aber am Schluss. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.